Nike macht von sich reden. Zuerst schnappt man Adidas den Ausrüstervertrag für die deutsche Nationalmannschaft weg und dann bricht auch noch der Aktienkurs ein. Was ist passiert und ist die Nike-Aktie ein Kauf? Die Antwort selbstverständlich hier, weil einige von euch das angefragt haben. Das ist natürlich auch ein ganz interessantes Thema, denn Nike ist ja eine Qualitätsaktie. Wir wollen ja in Qualitätsaktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber und Gründer des Aktienfinders. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Und jetzt geht es auch schon los mit Nike. Was ist passiert? Hier die Performance, das ist Year to Date. Jetzt ist es Year to Date. Und man sieht hier 13% Verlust und insbesondere der Aktienkurs hat sich nicht gerade schön entwickelt im Laufe des aktuellen neuen Jahres noch. Und das hier ist der jüngste Abverkauf. Da ist die Aktie um knapp 7% gefallen. Warum? Es wurden neue Quartalszahlen veröffentlicht. Die sind auch schon im Aktienfinder abgebildet. Und diese fielen besser aus als erwartet. So, besser aus als erwartet. Aktienkurs fällt. Ja, also zunächst einmal, das letzte Quartal fiel besser aus als erwartet. Der Umsatz ist beispielsweise in den USA 6,7% über den Erwartungen gelegen. Und der Gewinn pro Aktie hat die Erwartungen sogar um 12% übertroffen. Es gibt aber tatsächlich Probleme und hier das Management verkündet, und das ist in der nahen Zukunft. Man erwartet nämlich jetzt leicht sinkende Umsätze im ersten Halbjahr anstatt 4% Wachstum, wie es die Analysten erwartet hatten. Und der Grund dafür ist ein Umbau des Markenportfolios, denn im Bereich von Sneakern, das heißt diese sportlichen Sportschuhe, die man auch im täglichen Leben casual tragen kann, Sneakers eben, da gibt es Konkurrenz. Das ist ein sehr wichtiges Segment von Nike und die Konkurrenz, das ist einmal hier, das ist On. Die On AG ist ein börsennotiertes Unternehmen tatsächlich und die sind auch im Aktienfinder enthalten. Ich verlinke hier oben den Schnellcheck zur On-Aktie. Das ist kostenlos, kannst du dir anschauen. Wir haben Schnellchecks zu allen Aktien im Aktienfinder. Dann kriegst du mal einen Eindruck, mit was man es hier zu tun hat. Anderes Unternehmen, das auch erwähnt wurde, ist Hoka, die haben auch Sneakers bzw. Sportschuhe. Und das sieht Nike jetzt als Konkurrenz. Und man möchte jetzt hier auch ein bisschen seine eigenen Sneaker aufmöbeln. Und das soll auf Kosten der Nike Air Force One-Reihe gehen, die ein Erfolgsgarant bisher gewesen sind. Und das bedeutet, dass man hier ein bisschen ins Risiko reingeht, weil man die alten Erfolgsmodelle jetzt, die es nicht mehr ganz so stark bringen, austauschen möchte und mit neuen Modellen ja ersetzen, um besser zu bestehen bezüglich der Konkurrenz. Das heißt also, wir haben jetzt einen schwachen Ausblick und eine erhöhte Unsicherheit und das ist auch die Erklärung, warum der Aktienkurs gefallen ist. Meine Einschätzung jetzt zu dem Ganzen ist allerdings bezüglich des Managements, dass ich es immer gut finde, wenn das Management proaktiv handelt. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Zahlen an sich noch gut ausgefallen sind, aber das Management hat bereits Probleme erkannt und steuert frühzeitig gegen und beißt dann auch in den sauren Apfel, dass man erstmal den Markt enttäuscht. Das Management zudem hat sich ja Kosteneinsparungen auf die Fahnen geschrieben. Man möchte 2 Milliarden US-Dollar für über die nächsten 3 Jahre sparen. Also ein straffes Kostenmanagement führt man und will man ja auch das Marketing etwas aggressiver angehen. Insofern halte ich das auch alles für nachvollziehbar und vernünftig. Ich habe also nach wie vor Vertrauen in Nike bzw. in das Management von Nike, auch wenn ich persönlich übrigens keine Nike-Aktien habe. Wir haben ja Adidas aus dem Stadtdepot geworfen, haben aber nicht Nike reingenommen, sondern LVMH. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier in den Qualitätscheck reingehen, sehen wir doch schön, dass wir ein hervorragendes Unternehmen hier haben. Langfristig gesehen, die Gewinne steigen, die Dividenden steigen. Wir haben sehr solide Bilanzen, kaum Nettoverschuldung. Das heißt, die liquiden Mittel sind fast so hoch, annähernd so hoch wie die Zinstragen, Schulden, Aktienrückkäufe. Also das Bild, das stimmt auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, haben wir eine schöne Einstiegsgelegenheit? Jetzt gucken wir uns mal die Multiples an und das auf den bereinigten Gewinn jetzt
Da haben wir jetzt ein KGV von ja, um die 25, 27, irgendwo darum. Es ist unter dem langfristigen KGV hier, das bei um die 30 liegt. Und dann sollen wir weiter steigende Gewinne haben. Und dann würde das KGV natürlich auf den aktuellen Kurs sogar irgendwann unter 20 sinken. Mitte 2027 soll es dann soweit sein. Im Vergleich dazu, wenn wir jetzt beispielsweise, ich tue mal schon mal ein bisschen näher rein, die jungen Wilden nehmen, wenigstens der Börsennotierte. Sie haben das Symbol Onon hier. Guckt man sich die an und dann sieht man, hier ist man gleich in ganz anderen KGV-Gefilden unterwegs. Ich zoome mal noch näher rein in die letzten Jahre und dann sieht man immer noch, dass zum Beispiel On deutlich höher bewertet ist als Nike. Man sieht aber auch hier, dass ja, man sieht auch hier den Grund, warum, weil laut Prognosen hier sinkt das KGV schneller, weil der Gewinn von On schneller steigen soll. Wir haben aber, wenn man hier die Kennzahlen anschaut und ich habe hier keinen Merkzettel mal gemacht, da sind auch die relevanten Player drin, Adidas ebenfalls übrigens. Und dann sieht man hier Nike von den Kennzahlen, hier sieht das wirklich sehr schön aus, ist natürlich der größte mit Abstand bezüglich der Marktkapitalisierung. Wir haben dann hier vor allem Zuwachsraten im zweistelligen Bereich bei der Dividende und auch beim Gewinn, entweder sehr hoher einstelliger Bereich oder sogar zweistelliger Bereich. Und was die Stabilität des Gewinns angeht, weist Nike die anderen beiden, die ich jetzt hier habe, gibt natürlich noch mehr Sportartikelhersteller, Adidas und On, in ihre Schranken. Ist eigentlich jetzt eher die Frage, ist die Aktie jetzt wirklich günstig bewertet? Ich nehme die Pro-Version, bin ja ein Profi hier. Dann legen wir den fairen Wert rein, zoomen ein bisschen ran und dann sieht man hier schon, okay. Schnitt hier 28, nein, Schnitt hier 29 ist das KGV, 29er Schnitt und die 27,6 ist momentan das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also leicht unter dem historischen Mittel, was hier schon mal auf eine leichte Unterbewertung schließen lässt, während hier die Renditeerwartung 20% pro Jahr fast über die nächsten 2 Jahre und ja, ein paar Monate, wenige Monate. Auch die Dividendenrendite sieht man hier, ist deutlich erhöht, 1,5% im Vergleich zu 1% im historischen Mittel. Was man jetzt noch machen könnte, wäre, um es konservativer zu machen, liebe Werte, man könnte sagen, okay, wir haben jetzt die erhöhte Unsicherheit und wir haben kurzfristigen schwachen Ausblick fürs erste Halbjahr, erhöhte Unsicherheit aufgrund eben hier des Austausch der Produkte, insbesondere der Schwächung von Nike Air Force One. Könnte man hier das KGV, das benutzt wird, um den Fernwert zu berechnen, nach unten korrigieren. Man könnte es sogar relativ aggressiv machen auf 25. Das wäre sehr aggressiv und hätten wir noch ein Renditepotenzial jährlich von 11%. Also 11,4% bis hier Mai 2026. Das Jahr darüber hinaus hier, da schätzt nur noch ein Analyst, das sieht man hier, wenn man den Gewinn einblendet. Und vorher waren es noch 10, deshalb ist das hier nicht mehr repräsentativ. 11,4% mit einem relativ moderaten, mit einer relativ moderaten Bewertung halte ich, wie gesagt, nach wie vor interessant. Aber ist ja keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Und selbstverständlich macht ihr euch eure eigenen Gedanken, gerne mit dem Aktienfinder und kommt dann zum eigenen Schluss. Zu welchem Schluss du gekommen bist, kannst du gerne reinschreiben in die Kommentare. Eure Meinung interessiert mich natürlich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.